Unter den letzten paar Sonnenstrahlen haben wir eine prall gefüllte E-Sport-Sendung für euch. Mit den Themen SSL Finals, in CSGO, Hearthstone und Rocket League. Rennen wie ein Profi. An der Automasse in Zürich, an den Simulatoren. Und E-Sports-Arenen in Einkaufszentren. Aber leider nicht in der Schweiz. Herzlich willkommen zum Swiss E-Sports Weekly. eSports.ch Powered by UBC. Die älteste LAN der Schweiz hat letztes Wochenende wieder stattgefunden und zeigt, warum es das schon seit über 20 Jahren gibt. Vom Donnerstag bis am Sonntagabend hat die Netgame in Dingen stattgefunden. Für mich 4 Tage Familienausflug sozusagen. Und an dem Event sind sicher im Vordergrund standen Community und Atmosphäre. Aber auch eSports ist nicht kurz gekommen. Es hat nämlich Turnier in diversen Spielen. In Overwatch, in League of Legends, in CSGO, PUBG, Retimed und. Eines der Highlights sicher auch der Hauskoch mit seinem Tagesmenü und den bösfairen Preisen, muss man an dieser Stelle sagen. Wir freuen uns schon auf die nächste Edition. Eigentlich haben wir uns im Vorfeld ja auf ein spannendes Wochenende in Kaohsiung eingestellt. Dort hat die E-Sport-WM stattgefunden in League of Legends, CSGO und Tekken 7. Und man kann schon sagen, dass unsere Szene so ein bisschen ungeduldig auf News aus dem Osten gewartet. Leider sind unsere CSGO und League of Legends Teams aber schon am Freitag aus der Gruppenphase rausgefallen und man kann sagen, nicht gerade mit wenig Drama. Zum einen haben sie das veraltete Voice-Tool Mumble benutzen, das nicht so richtig hat funktionieren. Und dann ist auch noch ein League of Legends-Spieler disqualifiziert worden. Unser Jungler, der Robin, hat nämlich mal in der türkischen Challenger Series gespielt und ist darum als Semi-Profi eingestuft worden und hat nicht mitspielen. Und der Entscheid hat er knapp 24 Stunden vor dem Event bekommen. Und er war schon kein Einzelfall gewesen. Es sind nämlich diverse Spieler aus Teams disqualifiziert worden. Auch unsere letzte Hoffnung, unser Tekken 7-Gott. Der Kira hat leider nicht deliveren. Ihm ist es nicht so gut gelaufen wie letztes Jahr. Er finisht leider nur unter der Top 8. Ja, hoffen wir, dass nächstes Jahr einiges besser wird laufen. Wir sind nämlich der Meinung, dass die Schweiz in allen Disziplinen durchaus Chancen hat. Der letzte World Cup von der International FIFA Virtual Pro Association war für die Schweiz ein richtiger Erfolg gewesen. Die 11 Spieler von der Nationalmannschaft sind nämlich bis ins Finale gekommen. Dort haben sie zwar gegen Spanien den Kürzer gezogen, aber jetzt sind sie erholt zurück, frisch und munter. Die Europameisterschaft rückt ja ziemlich schnell näher und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ja, der Sedi, der Marc und der Cyril werden jetzt mit einem Bus durch die Schweiz cruisen und die Fußballclubs nach den besten FIFA-Spielern abklappern. Wir hoffen natürlich, dass sie die stärksten Talente für unser Land finden und dass sie an dieser EM genauso gut läuft wie der letzten WM. Intel Extreme Masters haben CSGO nach Chicago gebracht und für die 16 teilnehmenden Teams hat es $250.000 abzuschrauben gegeben und natürlich Ruhm und Ehre. Team Liquid war anwesend, so wie viele andere grosse Namen auch, wie zum Beispiel Fnatic, Mouse Sports, FaZe Clan, Navi oder auch Astralis. CSGO auf höchstem Niveau, jede Menge geile Matches haben wir gehabt. Am Schluss war es dann wieder mal Astralis, die sich im Finale 3:0 gegen Team Liquid hat durchsetzen und den Titel mitnehmen. Ja, das IEM in Chicago war ein voller Erfolg. Nächstes Mal geht es Ende Februar weiter und zwar im guten alten Katowice. Am Wochenende hat die Auto Zürich nicht nur Autofreaks angezogen, sondern auch Fans von Rennspielen und modernen Simulatoren. Vor Ort haben die Besucher auch die Möglichkeit, in einen topmodernen Rennsimulator einzusteigen. Den brauchen zum Beispiel die Formula E-Profis auch für ihre Trainings. Man kann also sagen, ein Renn-E-Sport auf höchstem Niveau. Es hat auch einen Wettbewerb gegeben, wo der schnellste Fahrer eine Reise nach Maranello gewinnen konnte. Das ist die Heimatstadt von Ferrari. Am Schluss hat sich dann tatsächlich auch ein E-Sportler durchsetzen, der Alet van der Waal von Sauber E-Sports. Wir gratulieren. Die riesige amerikanische Ladenkette Walmart will offenbar auch ein Stück vom dicken E-Sports kochen. In Zusammenarbeit mit der E-Sports Arena Associations eröffnen sie in 5 von ihren Shopping Center E-Sports Arenen. Bisher sind 3 Standorte bekannt, und zwar in Washington, Kalifornien und Colorado. Unter der Woche soll es dann sogenannte League Nights geben. Dort kann man mit Kollegen zocken und am Wochenende gibt es dann Turnier. Klingt alles ziemlich crazy, aber ziemlich geil. Gop und Migro, ihr habt unsere E-Mail. Rocket League at its finest, das hat es in Las Vegas an der RLCS gegeben. Viel Farbe, schnelle Autos und Licht überall. Las Vegas und Rocket League passen auf jeden Fall zusammen. Genauso spektakulär wie die Stadt sie oder Ergebnis war, Cloud9 spielt sich nämlich durch das komplette Lower Bracket bis ins Finale. Dort sind sie auf die bisherigen Champs von Team Dignitas getroffen. Cloud9 bodigt aber auch Dignitas 3:0, nimmt den Titel mit heim für Las Vegas, den ultimativen Jackpot. GG.
Diesen Samstag am 17.11. werden wir die besten Schweizer E-Sportler aus der Swiss E-Sports League in den Finals von CSGO, Hearthstone und Rocket League sehen. In CSGO trifft Silent Gaming aus Berserk, von denen Atelier jetzt gerade zurückkommt aus Taiwan. In Hearthstone spielen der Boss oder Young Theory gegeneinander, beide Spieler von Lausanne. Und in Rocket League haben wir ein Match zwischen den ewigen Rivalen Lausanne und Servette. Das Finale wird in den E-Studios ausgetragen. Das Ganze könnt ihr live auf Twitch mitverfolgen. Public Viewing gibt es das mal leider keins. Das finden wir sehr schade. Wir haben ein paar spektakuläre Turniere im Ausland gesehen, aber auch in der Schweiz ist nicht gerade nichts passiert. Darum werfen wir vor dem Streamer of the Week noch kurz einen Blick auf das Resultat. Wir fangen gerade an mit dem Cup Nummer 2 von der Swisscom Hero League, wo sich noch mehr Leute angemeldet haben als für den ersten Cup. Ins Monatsfinale in League of Legends kommen Noetic Frost und Elvets New Team. Im Hearthstone sind es der Epic Ray und der Tossish. Und dann haben wir noch die letzte Disziplin im Clash Royale. Dort haben sich 233 Spieler angemeldet. Ins Monatsfinale kommen dort der Adipa und der Inception. Natürlich wollen wir auch noch etwas richtig stellen. Bei den Swisscom Hero League Cups kommen ja jeweils beide Finalisten ins Monatsfinale. Und letztes Mal beim ersten Cup haben wir nur jeweils einen Finalist gesagt. Es ist so, bei League of Legends kommen nicht nur Elvets, sondern auch noch Charkers ins Monatsfinale. In Hearthstone nicht nur der Soru, sondern auch noch der Karumitsu. Und in Clash Royale der Shane O'Neill und der Mike Michel. Wir haben auch noch den 50 Challenge Cup von der TCS eSports League gehabt, wo sich im Finale Lostik gegen Rocket Felins durchgesetzt hat. Alle Ligatabellen von der SSL findest du auf eSports.ch. Bevor wir zum Schluss kommen, gibt es für euch noch den Streamer von der Woche. Der nennt sich diese Woche Nexus Gaming. Das ist ein Variety-Streamer, das heisst, er streamt ganz viele verschiedene Titel. Bei ihm sind das zum Beispiel Destiny 2, PUBG oder auch mal ein Rocket League. Okay. Alles gut, wir haben es im Griff. Holy cow, what the fuck? Alles okay, wir haben es im Griff. Funktioniert noch. Das war es für diese Woche. Danke vielmals fürs Zuschauen. Nicht vergessen, wir bringen euch jede Woche neue Videos. Falls mehr wollt wissen über die Schweizer E-Sport-Szene, geh doch auf unsere Homepage eSports.ch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ciao zusammen. eSports.ch Powered by UPC.